Jedes Jahr veranstalten die Stadtwerke Rostock den Kindersprint. Über 2 Wochen werden auch dieses Jahr die besten Sprinter in Wettkämpfen an 4 Rostocker Grundschulen ermittelt. Wir machen das jetzt bereits im 6. Jahr hier an Rostocker Grundschulen. Das wechselt auch immer vom Standort her. Ziel ist es eigentlich, vielleicht das eine oder andere Kind zu motivieren, natürlich mit Unterstützung der Eltern, sich einem Sportverein anzuschließen. Und wie wichtig Bewegung ist und das möglichst früh schon zu erfahren, ich denke, das muss man niemandem erklären, das ist selbstverständlich. Die Stadtwerke Rostock engagieren sich in zahlreichen Sportvereinen der Region und sind vor allem in der Nachwuchsförderung aktiv. Eine nach Zufallsprinzip gesteuerte Ampel gibt die Laufrichtung vor. Die Kinder müssen sich blitzschnell orientieren. Letztlich wird aus den Einzelwerten Reaktion, Sprintvermögen, Richtungswechsel und Pendelvermögen ein Gesamtwert ermittelt. Für die Grundschulen ist der Kindersprint jedes Jahr ein sportlicher Höhepunkt. So ein erster Einblick in die Sprintphase. Von Olympia haben Sie ja auch schon was gehört. Und ich denke mal, das ist ein guter Anreiz für die Kinder, dran zu bleiben und auch weiterhin Sport zu machen. Mir hat es heute besonders viel Spaß gemacht, dass wir sehr viel gelaufen sind. Also, dass wir auch Übungen machen, die wir noch nicht kennen. Mir hat es sehr doll Spaß gemacht, dass es auch Slalom gab. Wer von den Rostocker Grundschülern nicht dabei war, kann gerne zu den Finalläufen am 30. September in der Halle 207 und am 7. Oktober im Ostseepark antreten.